So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Letztens haben wir irgendwie so Thunfisch getestet, ne, nicht Thunfisch, Hai-Hering, Heringsfilets mit Hai-Protein. Und Thunfisch habe ich noch übrig, und zwar 5 Sorten. Guckt euch das an. 5 Sorten Thunfischsalat, die wir noch übrig haben. Die könnten nicht unterschiedlicher sein, und deswegen fangen wir einfach mal an mit neu Thunfischsalat Milano. Feinwürziger Thunfischsalat mit mediterranem Gemüse. Milano, also mit mediterranem Gemüse. Was sieht man hier vorne drauf? Das sieht schön bunt aus. Ich sehe Thunfisch und andere Sachen. Das ist schon das ganze Geheimnis. Wir machen direkt mal die Dose auf. Ich sehe dicke, fette, weiße Bohnen, oder? Es ist ölig, es ist tomatig, das sind auch Oliven mit dabei, so wie es ausschaut. Wir gehen jetzt hier in die Mitte, nehmen mal einen richtigen Löffel raus und probieren mal Milano. Schmeckt auf jeden Fall erstmal gut, ist halt ein bisschen ölig, ist aber halt Thunfisch, für Thunfischliebhaber sehr genial. Und ja, hier steht drauf, weiße Bohnen, Zucchini-Würfel, Tomatenwürfel, rote Paprika-Würfel, halbgetrocknete Tomatenwürfel, Kräuter, Thunfisch, Olivenscheiben, Knoblauch, Salz, Zucker und so weiter. Habt dann ungefähr einen Einblick, Milano, also mediterranes Gemüse, gerade mit Zucchini und mit Oliven und dem ganzen drumherum, finde ich sehr gut. Ist auch eine super Portion für zwischendurch zum So-Essen, sehr köstlich. Wir haben jetzt aber Thunfischsalat Orient, statt Milano Orient mit orientalischem Gemüse. Wir beißen hier auch kurz mal rein, also wir beißen nicht rein, wir machen hier mal die Dose auf, guck mal, was uns da erwartet. Ich sehe wieder weiße dicke Bohnen, aber auch ganz viele kleine schwarze Erbsen, viel Zwiebeln, so wie es ausschaut, Zwiebelwürfelchen. So, hier mal den Löffel raus, hier mal den Löffel rein und gucken, wie das schmeckt, dann schauen wir mal wieder hinten drauf. Ein Thunfischberg. Also du schmeckst hier sehr deutlich den Bohnen- und Linsenanteil, also wirkt wie eine Linsensuppe ein bisschen, aber mit Thunfisch gemischt. Hier steht jetzt drauf, Kichererbsen, weiße Bohnen, Beluga-Linsen, Thunfisch, Zwiebelwürfel, Mais, Keimöl, Tomatenwürfel, Paprikawürfel, Zitronensaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat und so weiter. Es schmeckt auch, der erste hat aber irgendwie mehr Geschmack gehabt. Das ist ein bisschen dumpf. Durch dieses mehlige, erbsenartige geht der Geschmack da ein bisschen unter. Schmeckt aber trotzdem genial. Ist nichts, was eklig ist. Deswegen kommen wir jetzt zu Salat, Thunfischsalat, Couscous. Ein Couscous, dachte ich immer, ist so eine Art Reis. Egal, mach mal auf. Gucken mal hier rein. Couscous, wie der macht. Der sieht auf jeden Fall trocken aus. Ihr seht ganz viel Couscous. Sieht aus wie Eier von irgendwelchen komischen Fliegen. Wir gehen mal hier in den Couscous-Thunfischsalat. Wenn der eben mehlig war, wie wird der jetzt sein? Tun uns einen ganzen Brocken hier in der Mitte raus, seht ihr? Ein ganzes Couscous-Haus. Okay, ich muss sagen, die ersten beiden waren auf jeden Fall besser.
haben besser gemundet, einen besseren Geschmack gehabt. Hier hast du eine total komische Konsistenz durch das ganze Couscous, dieses breiig, schleimige, schmierige, aber mit Noppen. Und dann auch noch irgendwie so süßlich, breiig dahin, mit irgendeinem modrigen Geschmack, der komplett ablenkt von dem Thunfisch. Das ist, oh, fand ich nicht gut, würde ich nie wieder kaufen. Nein, danke. Frage ich mal die Mama, ob die das essen mag. Ich teste das nämlich kurz, bevor ich die Mama hole, die mag Thunfisch, vielleicht schmeckt ihr das ja. Mit Couscous, ungegrillten gelben Paprikawürfeln, Thunfisch, Couscous, Hartweizengrieß, Karottenwürfel, rote Paprikawürfel, grüne Paprikawürfel, Maiskeimöl, gelbe Paprikawürfel gegrillt, Tomatenwürfel, Zwiebelwürfel, Olivenöl, Zitronensaftkonzentrat, Gewürze, gekannte Brühe und so weiter. Aber für mich ein sehr unangenehmer Geschmack, sehr modrig, alt und babbig, also das kann weg. Zwei haben wir noch, Mexiko und India. Ich würde jetzt direkt aber auf den Mexiko gehen, denn Mexiko hat mich noch nie enttäuscht. Hier steht Mexiko mit roten Bohnen, Mais und feiner Chili-Note. Bin ich mal gespannt. Wir haben die ganze Zeit weiße Bohnen gehabt, also zweimal weiße Bohnen bis jetzt, dann Couscous. Jetzt haben wir rote Bohnen, ganz viel Mais sehen wir hier. Es soll eine leichte Chili-Note dabei sein. Machen wir jetzt mal rum, gehen wir in die Ecke, in die Mitte, ziehen hier was raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er scharf ist. Wodurch soll die Schärfe da kommen? Ich sehe einfach nur Bohnen und Mais. Ja, der Mexiko-Salat schmeckt halt einfach nach roten Bohnen. Mais haben nicht so viel Geschmack. Den Mais schmeckst du aber deutlich raus. Eine ganz leichte, ganz, so, das merkst du so gut wie gar nicht. Chili-Note könnte man vernehmen. Und wenn man mal hinten drauf schaut, hat das die wenigsten Zutaten von allen. Ihr kennt natürlich nichts, aber vergleicht mal hier, wie wenig Zeilen Zutaten hier sind auf dem und wie viel Zeilen Zutaten dann hier sind auf dem anderen. Merkt man schon den Unterschied. Hier steht nämlich einfach dann nur Thunfisch, rote Bohnen, Mais, Maiskeimöl, rote, grüne Paprikawürfel. Bei dem anderen war einfach viel mehr drauf, aber egal. Kann man essen, schmeckt gut besser als Couscous, aber ja, ist jetzt nicht so besonders. Da fand ich die ersten zwei trotzdem noch interessanter. Jetzt haben wir noch Thunfischsalat. India mit Reis, Ananas und Madras Curry. Und das klingt sehr interessant, vor allem Ananas-Thunfisch-Kombination Madras Curry. India kann ich mir vorstellen, macht vielleicht das, was ich von Mexiko mir erst erwartet habe, aber dann dachte, dass das eh nicht eintrifft, vielleicht besser. Riecht auch richtig, oh, was für eine geniale, es sieht richtig gelb aus. Was für eine geniale Currynote. Madras Curry und süßlich mit Ananas und fischig gleichzeitig dazu. Da gehe ich rein. Ist das meine neue Lieblingssorte? Wir holen mal einen Löffel raus. So, ein Löffel Thunfisch. Ich muss sagen, India ist meine Lieblingssorte jetzt. Finde ich am allerbesten. Aber ich würde nicht mal merken, dass das ein Thunfischsalat ist. Und das Curry, der Reis, die Ananas, diese Süße, das harmoniert alles, das ist so präsent. Du merkst gar nicht, dass der Thunfisch noch mit dabei ist. Das könnte auch einfach schöne Soße vom Inder sein, mit Reis dazu, zartes Hähnchenfleisch. Das hat ja auch nicht so einen krassen Geschmack. Dass du was hast, wo du drauf rumkaust und dann der Geschmack eher
von der Soße einfach kommen, dem Curry, weil das so präsent ist. Hier steht jetzt also Thunfischsalat, Langkornreis, Maiskeimöl, Ananaswürfel, Bambusstreifen, Paprikawürfel, Karottenwürfel, Bananenpüree, Mango, Chutney, Grüße an Bierschanga, Madras Curry und Maltodextrin, genau. Das also meine Lieblingssorte, nicht unbedingt spicy, nicht unbedingt wirklich scharf, aber eine Currynote ist da. Und auch hier diese Bambus, ich habe mir gedacht, was ist das hier, diese langen gelben Dinger, die da rumfliegen. Bambussprossen, Bambuspüree, Zeug, alles. Könnte unterschiedlicher nicht sein. Ich brauche das mal noch, um das hier herzustellen. Und dann tue ich mal alle zusammen. Und dann kann ich euch im Abschlussbild nochmal zeigen, wie das dann hier ausschaut, wenn ihr hier alle stehen habt. Das sind also die Salate. Das ist der mexikanische mit Bohnen. Das ist der mit Couscous. Das war der erste, glaube ich, der Milano. Das war irgendwas anderes mit Orient, genau. Orient und hier den Madras. Das also die 5 Thunfischsalate. Richtig genial. Kann man alle essen, außer den Couscous. Würde ich auch nochmal kaufen. Mögt ihr Thunfisch? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.